Also es hat enorm viel mit mir gemacht. Ich bin mir selber wesentlich mehr auf die Schliche gekommen oder bewusster geworden. Ich merke nicht nur, was mir nicht gefällt, sondern auch, was mir gut tut. Und das, finde ich, ist noch viel wichtiger. Und ich sehe so langsam meinen Weg, also meinen Lebensweg, den ich bisher immer verzweifelt gesucht habe und im Finstern gestochert habe. Es zeigt sich langsam. Also ich war damals, als ich das Channeling-Seminar gemacht habe, war ich in einer tiefen Depression. Ich bin da hingefahren, ich wusste nicht mal, was Channeling überhaupt ist. Ich hatte einfach so ein tiefes Gefühl, ich muss dahin. Und als ich da war, hat es in mir sehr viel ausgelöst. Ich hatte das Gefühl, mein ganzer Körper vibriert. Also es war eine ganze Woche lang, dieses Seminar. Und ich habe jede Nacht nur etwa 2 Stunden geschlafen, weil ich so wie unter Strom stand. Und es hat in mir gearbeitet und nach dieser Woche bin ich nach Hause gefahren und meine Depression war weg. Es war wie wenn ich wieder nach oben angeschlossen wurde. Ich habe dann nachher natürlich noch weitere Seminare gemacht und dann auch wirklich, dass ich dieses Channeling auch anwenden kann. Also einerseits für mich selbst und auch für meine Klienten. Aber das kam dann alles erst viel später. Ja, nach der Durchführung nach Absolvierung des Channel-Kurses bin ich da eigentlich viel sensibler, auch mal auf die innere Stimme zu hören und zu sagen, okay, ich muss nicht ewig alles durchkauen, sondern es kommt dann wie eine Erleuchtung, wie ein Blitz fährt es in einen rein, okay, da liegt die Ursache oder das ist ein anderes Problem. Da aus meiner Sicht die meisten Erkrankungen, mit denen die Leute zu mir kommen, gar nicht auf organischen Veränderungen beruhen, sondern auf, naja, psychischen Erkrankungen, Stress, Ungleichgewicht. Die Leute sind einfach nicht in ihrer Mitte und da ist eine andere Methode, also quasi CHD oder Aurachirurgie oder andere Behandlungen wesentlich effektiver, um den Leuten schnell und effektiv auch helfen zu können. Die Channeling-Seminare bringen mich noch mehr zu mir, öffnen den Kanal zur geistigen Welt und etablieren diesen Kanal zur geistigen Welt. Und dieser Kanal wird einfach noch gestärkt und wird verbreitert und ich fühle mich wesentlich besser geerdet, wesentlich besser bei mir und das ist was ich auch mitnehme. Ja, die Channeling-Ausbildung ist einfach noch so das i-Tüpfelchen und hilft mir auch bei meiner Arbeit mit CAT. Also ich habe ja den Eindruck, dass ich ein spiritueller Mensch bin seit Jugend an und war immer auf der Suche nach etwas Tieferem, also tiefer zu gehen. Und ich habe den Eindruck, dass mir das hier geholfen hat, da reinzukommen. Also es war, ich will es nicht wie einen Sprung bezeichnen, aber es war ja wie ein Verstärker. Also sehr, sehr stark. Eine sehr starke Beschleunigung.